Morgen, lieber Urs. Guten Morgen, liebe Ute. Wir haben uns ganz interessant kennengelernt. Und zwar hast du mich nach meinem Beitrag Es klappt, also It Works, auf meinem YouTube-Kanal angeschrieben. Warum hast du mich angeschrieben? Das war eine Bauchentscheidung. Das kam einfach raus aus mir. Ich hatte dich ja nicht einschätzen können, wer du bist und was. Und ich habe das Video gesehen, das Büchlein runtergeladen, gelesen und das hat mir, mir stellt es immer die Haare, wenn etwas wichtig ist. Und ich dachte, wow, was ist das für ein Ding, so wenig Seiten und es stülpt mir das Innere nach außen. Also, und ich habe die Macht des Büchleins, die Wahrheit gespürt und wollte einfach rückfragen, da ich dich ja nicht kannte. Weißt du das selbst? Ich wusste ja nicht, woher das kommt und so weiter. Und habe dann einfach mal, ich mache das sonst nie, jemanden wegen so etwas anschreiben. Aber das musste einfach raus. Ich wollte einfach dir das schreiben, was ich geschrieben habe. Und so ist der Kontakt entstanden. Ja, das habe ich. Es ist gewaltig, das Büchlein. Das hat in mir so viel ausgelöst. Das ist super. Ja, ich war auch erstaunt, weil ich sonst nie so eine Anfrage erhalte oder ein Schreiben und habe gedacht, wow. Und daran habe ich auch gemerkt, dass du sehr viel nachdenkst und auch sehr tief gehst, ne? Ja. Was du machst. Und das finde ich sehr wichtig. Doch, wir finden dich jetzt im Wald. Im Hintergrund sehen wir einen wunderschönen Wald. Und ich bin zum Beispiel immer glücklich, wenn ich mal in einem Wald bin und spazieren gehen darf. Seit wann lebst du im Wald und was war der Auslöser? Ich lebe jetzt knapp 2 Jahre. Im September werden es 2 Jahre sein im Wald. Und der Auslöser ist eine fast 20-jährige psychische Leidensgeschichte. Und ich habe mich nach einer Trennung nur noch am Job festgehalten. War völlig down und nach 3 Monaten ist so richtig ein Behördendrama losgegangen, dass ich einen Monat später dann, also nach 4 Monaten nach der Trennung, auf meinem Sofa gesessen bin und habe gesagt, okay, alles prügelt auf mich ein, nur damit die Unterschriften kommen und damit das Geld fließt. Aber niemand interessiert sich für mich vom Staat. Und das ging dann, weitere vielleicht knapp 15, 16 Jahre so weiter, dass alles über den Staat gelaufen ist. Ich habe mich einfach an der Arbeit festgehalten, habe sehr gut verdient. Und das ist alles über das in der Schweiz sogenannte Betreibungsamt gelaufen. Also die haben mir eine Lohnpfändung auferlegt und die Steuern und Krankenkasse wurde davon bezahlt. Ich habe nicht mehr meinen Postkasten geleert, also ich habe eine richtige Phobie vom Postkasten bekommen und habe irgendwann ein halbes Jahr später bemerkt, das läuft. Solange das Geld läuft, kannst du eigentlich das Ganze ignorieren. Die erledigen dir das, das kostet dich zwar was, aber so bekommst du mal Atem und habe die positive Seite zuerst angeschaut. Also der Druck war weg. Und irgendwann habe ich, um alles zu beißen, den ganzen Verlust, auch die finanzielle Unabhängigkeit verloren und alles, habe ich das Finanzielle ausgeblendet. Und das hat wirklich fast 15, 16 Jahre so gedauert. Ich habe so gelebt, habe immer wieder Angst gehabt, dass es mir die Wohnung wegnimmt. Wenn wieder irgendwas geändert hat, das per Post gekommen ist, habe ich das nicht mitbekommen. Und meine Krallen waren im Job, nicht noch den Job verlieren. Und das war nicht gut. Ich hätte mir Hilfe holen sollen dazu mal. Und das hat sich eingebürgert. Ich habe so gelebt und dann mit 54 kam es so weit, dass unser Konzern, ich habe in einem großen Konzern, in einer kleinen Firma, aber in einem großen Konzern gearbeitet, hat es geheißen, mein Job und noch etwa 12 weitere werden jetzt wegen günstigerer Löhne auf Frankreich verlegt. Also ich habe in 54 die Kündigung bekommen. Und dann kam der nächste Niederschlag. Und ich musste auf die regionale Arbeitsvermittlung. Und
damit ich mein Versicherungsgeld, ich habe ja 33 Jahre gearbeitet, eingezahlt immer, dass ich das bekomme und habe schnell bemerkt, dass ich mit den, ja, mit dem Druck vom Betreibungsamt nicht klarkomme. Sehr kurze Fristen, die haben so arg in mein Leben eingegriffen, dass das einfach nicht mehr funktioniert hat. Und die haben wir aus dem Grund Kürzungen gemacht bis auf null Rechnungen. Das heißt, ich habe vom gesamten Betrag null ausbezahlt bekommen, 2 Monate lang, konnte die Miete nicht mehr bezahlen. Dann hat mir meine Tochter, die ist jetzt 29, 2 Mietzinse vorgeschoben, habe das noch retten können und habe gemerkt, ich komme nicht klar, ich brauche einen Ausweg. Nach 18 Jahren Drama, ich brauche einen Ausweg. Und da ist mir in den Sinn gekommen, dass ein dazumal noch guter Kollege von mir vor 10 Jahren in den Wald gezogen ist, also der Gesellschaft oder dem System den Rücken gekehrt hat und im Wald lebt. Und bin den suchen gegangen. Habe dort ein paar Mal übernachtet und habe die Idee geboren, ich ziehe zu ihm oder zu diesen Leuten in den Wald, dann können die mir alle mal, es entstehen keine neuen Schulden, kein Mietzins, nichts. Und habe dann zuerst mit meinen 2 besten Freunden gesprochen, die in meinem Alter sind. Die haben mir beide gesagt, ist ungewöhnlich, aber das kann dir helfen, wir unterstützen dich. Dann kam der harte Gang zu meinen beiden erwachsenen Kindern. Und meine Tochter hat mir nach etwa 5 Sekunden überlegen gesagt, Papi, wenn nicht jetzt, wann dann? Und mit dieser Unterstützung bin ich in den Wald gezogen, habe mich beim regionalen Arbeitsamt abgemeldet und habe gemerkt, dass ich auf dem richtigen Weg bin, denn die Dame hat mir gesagt, Herr Baumgartner, das ist in unserem System nicht vorgesehen. Und dann habe ich ihr erzählt, was gegangen ist und sie hat sich dann privat mit mir unterhalten und hat mir Tipps gegeben, was ich mit den Behörden machen muss, damit ich nicht noch mehr Prügel bekomme. Und habe mich ein bisschen daran gehalten, habe mich beim Sozialamt angemeldet. Die haben mich als nicht vermittelbar, der muss zuerst gesund werden, haben das erkannt. Ich wurde aufgenommen. Musste dann aber einen riesen Pack Dokumente liefern. Den musst du etwa 12, also das Scheidungsurteil vor 22 Jahren, alles musste ich holen. Und beim Erbe meines Vaters, das ist eine eigene Geschichte, hat es mich blockiert. Und ich hatte noch eine zweite Aufforderung und auch der konnte ich nicht nachgehen. Ich war aber sehr offen. Ich habe gesagt, ich habe eine Behördenblockade, es geht im Moment nicht. Haben sie mich einfach rausgeworfen. Ich stand komplett auf der Straße, mittellos. Also ich hatte nichts mehr außer mein Zelt im Wald. Und ja, dann hatte ich 2 Möglichkeiten. Ich hole mir jemanden oder ich gehe ganz runter. Also betteln auf die Straße. Wie wir dem sagen, das Gassenabitur machen. Und ja, mit den ersten paar Mal in die Gasse gehen, hatte ich gutes Feedback von Menschen. Ich habe das wenige Geld, das ich wirklich zum Essen und Trinken. Und ja, ich bin leider noch Raucher, ab und zu Tabak zu kaufen, habe ich mir relativ problemlos zusammen betteln können, also sehr gute Gespräche mit Menschen auf der Straße, habe ich gesagt, ich kämpfe nicht mehr mit den Behörden, ich lasse das sein, ich lebe so, wie ich jetzt lebe, mit einem absoluten Minimum. Und ja, seither geht es mit meiner Psyche, mit meinem Mind, mit allem rauf. Also ich brauche nichts und habe den ganzen Tag ein Smile auf dem Gesicht, mir geht es richtig gut. Und der Wald, das Grün, ist antidepressiv, also ich gesunde richtig. Ich fange an aufzublühen, alles fängt an zu wirken, was ich in all diesen vielen spirituellen Büchern gelesen habe, ein Riesenwissen im Kopf angesammelt und mit dem Wald kam, ohne groß, dass ich was machen musste, die Umsetzung. Und als es zum ersten Mal ein bisschen, gehakt habe, also ich konnte zum Beispiel 30 Jahre nie meditieren, ich habe das nie geschafft. Und im ersten Winter, so im Zelt,
nach vielleicht 3 Wochen Flucht noch mit dem Handy am Abend mich beschäftigen, hatte ich irgendwann die Nase voll, Handy weggelegt und habe die Natur wirken lassen. Spüren, den Boden spüren, die Tiere hören, wie es kraschelt und all die neuen Geräusche. Und plötzlich war ich, ohne dass ich das wollte, in einem meditativen Zustand. Also der Wald hat mich zur Meditation gebracht. Ich muss gar nicht viel machen. Ich kann mich irgendwo hinlegen, Augen zu, den Vögeln und den Tieren zuhören, dem Wind. Und das fängt einfach an, ruhig zu werden im Kopf. Also, und ja, das ist passiert. Und jetzt habe ich absolut keine Lust mehr, in eine Wohnung zu gehen. Den ersten Winter mit -10 Grad habe ich problemlos überstanden. Ich habe gemerkt, dass sich der Körper extrem schnell anpassen kann. Ich war wirklich ein Warmduscher, wie man dem so schön sagt. Also unter 20 Grad in der Wohnung ging gar nicht. Und jetzt laufe ich da bei 12 Grad im T-Shirt rum und habe mich kalt. Also psychisch, körperlich, ich muss sagen, bis auf die Seele runter, es ist einfach nur in die richtige Richtung jetzt gegangen. Und ja, und ich bin weg von den Behörden, außer einem Amt. Und dort habe ich jetzt auch einen sehr netten Herrn, der gibt mir Bescheid, wenn wieder mal ein Dokument ist von den Steuern oder so. Und dann bringt er mir das an den Waldrand. Der fährt mit dem Auto bis zum Waldrand und übergibt mir das und unterstützt mich privat, wenn er einen Termin hat irgendwo in der Nähe, bekomme ich schnell eine Meldung, ich hätte was für Sie, können wir uns schnell treffen, also ich muss da nicht zu Fuß auf das Amt, weil das wäre ein 2-Stunden-Fußmarsch. Also das ist, ja, alles jetzt in Wohlgefallen aufgelöst und ich habe jetzt wirklich Zeit und Kraft für mich selbst aufzuräumen, Vergangenes noch mal anzuschauen und loszulassen. Also das ist die beste Entscheidung meines Lebens vor 2 Jahren. Ich gehe in den Wald. Also da komme ich jetzt zu mir. Ich verbinde mich mit der Natur, weniger mit den Bäumen, wie du mal gefragt hast, ob ich mit Bäumen spreche. Mir haben es die Pilze angetan. Also die ganze Welt ist verbunden mit Pilzmyzel unterirdisch und das funktioniert recht gut, sich mit diesen zu verbinden. Also ich lege mich hin, ich stelle mir vor, wie ich mich mit meiner Wirbelsäule von Kopf bis Fuß mit Pilzmyzel verbinde und stelle Fragen. Und ich bekomme vor allem, was die Natur und Mutter Erde anbelangt, bekomme ich Antworten. Weniger über mich selbst. Da kommt meistens, du weißt es, also halt dich daran. Ja, du weißt es. Das kenne ich auch. Du weißt doch alles. Du musst es nur machen. Die inneren Widerstände überwinden, die alten Sachen, die sitzen, halt doch nochmal hervorkramen, die einem im Weg stehen. Und ich habe jetzt auch die Erkenntnis gezogen daraus, all diese Leute auf den Ämtern, die nur dem Geld nachgerannt sind, auch die Kündigung im Job nach 33 Jahren in der gleichen Firma, das sind für mich nicht mehr Probleme oder Menschen, die mir Probleme gemacht hat, sondern Erfüllungsgehilfen. Die haben mir geholfen, so weit zu gehen, dass das wahr wird, was ich mir gewünscht habe, zu mir zu kommen, ganz. Und der Wald ist der beste Platz dafür. Die Natur, dort kommen wir her. Wir sind Jahrtausende, vielleicht sogar Hunderttausende Jahre am Abend immer um einem Feuer gesessen, haben uns erzählt, die Männer von der Jagd, die Frauen vielleicht, was sie gesammelt haben, die älteren Leute haben den Kindern etwas erzählt. Man ist einfach ums Feuer gesessen, jeder hat irgendwas erzählt, gemacht. Und das fehlt heute, wenn wir in einem viereckigen Kasten drin sitzen und dann noch in ein viereckiges Gerät reinschauen.